Hallo und willkommen zu Quiplash International. Das ist ein Spiel, in dem wir müssen, glaube ich, das ist wirklich ein Satz. International. Ja. Ich dachte, du kannst einfach nicht reden. Was soll das denn? Morgi war ein bisschen Lash. Auf jeden Fall. Weil man hat irgendwie einen Satz zu vervollständigen und wer das lustigste Wort gewählt hat, gewinnt. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich ein bisschen. Ich habe das noch nie gespielt. Ich wollte, aber ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber. Nee. Ich glaube, du hast Potenzial. Ich glaube, die absurdesten Antworten gewinnen immer oder irgendwie sowas. Das letzte Spiel jetzt war schon viel versprechen, Morgi gewinnt. Ich weiß, ich habe das Gefühl, man darf da auch nicht zu hart es versuchen. Das stimmt, das ist schwer. Ich meine, du kannst nicht jedes Mal komplett Overkill bringen, sonst ist das ja halt auch langweilig. Ich erinnere mich an den Banger Tyrannosaurus, meine Ex, von mir. Aber Schmitty. Hey, Schmitty. Ich glaube, muss man dabei gewesen sein. Nur zur Vorwarnung, ich werde eure besten Quips später bei meiner Comedy-Nummer verwenden. Das ist okay. Tu dir keinen Zwang an. Aber wo ist Credit? Auf euren Geräten werden zwei Prompts angezeigt. Diese könnt ihr so clever oder unclever beantworten. Das ist cool, wie es immer noch Jack. Entscheiden sich alle zwischen also, you don't know Jack. Ihr kriegt mehr Punkte, wenn mehr Leute eure Antwort mögen. Dann legt mal los. Okay. Wollten wir jetzt nicht dazwischen reden, aber dass die 1, die Nummer immer noch in dem Wort 1 auch drin ist, ist so typisch für die Reihe. Ah ja. Oh Gott. Ihr müsst auch mehrere Sachen machen, ne? Mhm. Oh nein! Ich muss was Gutes, Lustiges machen. Ja, das ist das Problem von diesem Spiel. Mhm. Das ist zu einfach. Ich glaube, das ist zu. Ah, oh, verdammt. Ich meine, es ist so schlecht. Die Comedy Kings sind fertig. Ich kann das dann aussuchen, welches ich wählen will, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Gott, das fiel mir schwer. Ich habe nichts Lustiges gewählt, aber. Ich finde das hier so viel besser als zu lügen irgendwie. Das mit dem Lügen fand ich auch cool, aber da war dann das mit deiner Wahrheit und deiner Lüge, das war nervig. Ich mag es, dass ein bisschen aussieht wie Fully. Ich liebe Fibbitch, aber ich kann es nicht. Wenn du so nach oben guckst, sagen, ja, ich will auch nach oben, aber Fully gibt einfach nicht ab. Hey, okay. Jungs, oh. Unser erster Prompt ist. Meine sind nicht gut. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ach. Nein, es ist nur. Pepsi Man oder eine Taube? Zeit abzustimmen. Alter, ihr seid ja richtig aus euch rausgekommen. Ja, total. Das ist ja beide so lustig. Hey, Maeve. Ja. Pepsi Man! Ich fand die Prompts richtig scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe auch nichts Lustiges so hinbekommen. Und weiter. Der Titel eines Musicals, das nein! Nicht existiert. Nein! Der König der Möwen. Ersatzbank von Eis. Okay, ich muss sagen. Da wäre mir aber auch mehr zu eingefallen. Ich muss sagen, der König der Möwen ist lustiger. Ja, ich fand den auch gut. Oh, Fully will die Ersatzbank on Ice, okay. Ja, ich fand das witzig. Okay, der nächste bitte. Der Name eines Unterwäschegeschäftes ist für sehr konservativ. Wow. Wow. Ich liebe es. Jesus, das ist fantastisch. Was stimmt mit die stramme konservative Frau als dann für ein Unterwäschegeschäft für konservative Frau? Das ist ein bisschen kürzer besser. Ist auch gut, aber. Ich fand's ein wenig offensichtlich. Stimmt jetzt ab. Hey. Ich will das nicht selbst über mich schreiben. Das war zu einfach. Oh, Johnny räumt hier gerade ab. Let's go. Runde 1 liegt hinter uns. Mal scheiß sehen, Prompts. Wie ihr abgeschnitten habt. Oh, ich war schlecht. Ich hab einen Punkt. Nee, König der Möwen war doch. Oh. Und 100. Nicht letzter. Ich fand König der Möwen gut. Guck mal, Maeve war sogar viel besser.
Runde 2 fährt in den Bahnhof ein und hat doppelte Punkte und Boni im Gepäck. Ich liebe auch Jesus Weißes als Gegenstück zu Victoria's Secret. Au. Oh. Oh Gott, nein. Okay. Oh mein Gott, ich hab sowas Schweres gerade. Irgendjemand von euch hat es ja leicht gerade. Nicht so, das meinst du es auch nicht zu schätzen? Ich mach mir keine Hoffnung. Oh nein. Ich mag, wie der eine da unten ein bisschen wie Moggy aussieht. Mit den drei Augen. Okay. Dem breiten Gesicht. Dem fehlenden Grinsen. Klassischer Moggy. Er synchronisiert die Figur. Ja. Oh Gott, komm schon, das ist so schwer. Ja, nee, diesmal bin ich nicht so confident, wenn ich ehrlich bin. Ich bin überhaupt nicht. Ich war noch nie confident. Die letzten Prompts waren besser. Nee. Obwohl, beim Musical hätte ich vielleicht auch was gewusst, besser. Lasst euch schnell was einfallen oder benutzt eine Notfallquelle. Auf 10 Sekunden, Moggy. Okay. Oder benutzt einen Notfallquip. Ja. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, okay? So würdest du dein Brunch-Restaurant nennen. Mir gefällt zu spät schon besser. So spät schon ist auch gut. Mir gefiel auch beides. Das kann man ja gar nicht mehr Frühstück nennen, das schon Brunch. Ja. Motorrad sieht jeder cool aus, außer. dieses Außer ist wirklich genau dieses Format. Yes! Außer P. Oh Mann, ey. Oh, das ist unschlagbar. Wir müssen jetzt. Ihr werdet überrascht. Wow, Moggy. Selber. Wie du Fully einfach jetzt eingesackt hast, Moggy. Einfach selber. Der nächste Verband. Nein, war das witzig. Eine Eiskunstlauffigur, die erst noch. Oh, das ist schwer. Warum passt das zum anderen? Okay. Oh. Ich möchte wirklich auf Eis. Wenn Fully wollte das. Der Eisbrecher ist ganz gut. Yeah. Ich wusste das, Moggy. Ja, stimmt. Erinnert mich an den Steinbrecher aus Lego Insel. Oh ja. Yeah. Nicht mehr bei 0 Punkten. Ich bin froh, dass der Peter noch was reißen konnte. Oh, der konnte eine Menge reißen. Da schlängelt er sich vorbei. Runde 3. Zum letzten Lash, der Finalrunde. Es gibt nur ja, das habe ich auch gesagt, als ich aufhören wollte. Oh, das ist so gut, okay. Folgt einfach diesen Wordlash-Anweisungen. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh nein. Ich hasse meine Antwort. Ich hasse meine Antwort auch. Oh mein Gott. Kann nur besser sein als meine. Unangenehm. Ich hoffe. Ich weiß gar nicht, was ich hoffe. Oh nein. Bei Pickel hat der Moggy zu kämpfen. Ja. Okay. Frederik. Hör mal, wer da pickelt. Ich hab die Pickel geschrumpft. Mikkel, ich glaube, ich weiß, was von Moggy ist. Wir müssen jetzt Medaillen vergeben. Gold, Silber und Gold. Oh Gott. Ne? Okay. Nur Gold und Silber.
In Klammern eklig. Okay, wer nimmt heute eine Medaille mit nach Hause? Komm schon. Das Silber. Oh. Das Gold. Schade. Oh, Maeve. Oh. Reines Gold. Ob ich Gold bekommen habe. Yes. Als er es gewonnen hat. Let's go. Ekel die und Frederik. Nicht letzter. Frederik, was ist Quiplash? Zeigt mir den endgültigen Punktestand. Ich bin letzter. Nicht letzter. Und ich habe ihn mir wieder zurückerobert. Oh, und ich habe meine Platz Führung von verloren. Also, Best Ammo spielst du Pepsi, man. Ich meine, komm schon. Zweifel ich. Der May. Ja, das war stark. Das ist super. Das schon Mörr. Ja, das war nicht meine Runde. GG, Maeve. Das war die beste. Ja. Das war meine Lieblingsantwort der Folge. Okay. Noch eine Runde? Ja, klar, machen wir noch eine Runde. Okay, mir muss das Beste einfallen. Kreativ sein. Huh. Ja. Lasst uns etwas Quiplash spielen, was? Okay, lasst uns schnell loslegen. Okay. Hast du bestimmt gerade was Cooles auf Snapchat? Haha, oh, als Snapchat populär war. Für die erste Runde. Je mehr Leute eure Antwort wählen, desto mehr. So lange her, das Spiel. Ganzes Jahr oder so. Snapchat wird noch genutzt als Sekundärprogramm zu TikTok, weil man damit Sachen bearbeiten kann. Und mehr nicht. Okay. Oh, das ist gut. Dabei muss ich mich mal loben. Okay. Warte, was? Okay. Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Okay. Okay, Moment. Mindestens 500 Punkte. Ich musste eine Menge nachdenken. Ja, Fully muss erstmal nachdenken. Ich mag nicht, dass Maeve eine Krone hat. Johnny. Verdammt! Ja, die kannst du auch haben, wenn du möchtest, Moggy. Ah, nicht, wenn du möchtest, wenn du gut bist. Das ist eine hübsche Krone, die hätte ich gerne. Ja, ich hätte sie auch gerne. Aber weißt du was? Ich weiß, was ich bekommen kann. Boah, verdammt, beim zweiten hatte ich nichts. Schauen wir uns das mal an. Unser erster Prompt ist der denkbar schlechteste Ort. Das war so klar. Mach einen Abflug, du Wurst. Oh, er sagt mal Raffen, du Wurst. Der sagt, du Nase. Oh, nice. Das Zitat war sehr schlecht. Hätte das Zitat gestimmt, hätte ich es genommen. Ja, das war. Egal. Der wahre Grund, warum das Phantom der Oper so schlecht drauf ist. Yes. Ich würde dann gut ankommen. Aber ich glaube, Maeve hat Hämorrhoiden richtig geschrieben. Hämorrhoiden war eigentlich gut, aber. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Deutschland so flach ist. Ich hoffe, Johnny hat da geantwortet. Stimmt drauf los. Das erste beschreibt das zweite. Ja, das ist sehr gut. Ja. Ich weiß nicht. Ah, okay. Ich fand die Hügel cleverer. Ich habe auch gehofft, also Mogi, ich fand es auch schön, dass ich da geantwortet habe, aber mir fiel nichts ein. Das ist mir aufgefallen. Was soll ich schreiben? Ich wohne da. Oh mein Gott.
Ich glaube, Fully findet eBay sofort Verkauf lustig. Nein, alles, was, nee. alles, was Morgi alles, macht, was ist Morgi reimen. Ja. Morgi reimt die ganze Zeit und dann fürs Lustig. Wie bei den Sitcoms. Oh, mein Bauch. Oh, Mann. Trotzdem nur Platz 3. Nicht letzter. Und Finger in die Dinger. Okay. Hier, doppelte Punkte, Leute. Oh, oh, doppelte Punkte! Na. Oh. Oh. Was, wenn man Notfall-Quip macht? Dann kommt irgendeine Antwort von dem Spiel vorgegeben. Oh, das wäre fürchterlich. Was dann vermutlich auch Englisch ist. Scheiße. Seltsame Runde. Hätte ich länger nachgedacht, wäre es bestimmt lustiger, aber irgendwie. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden, aber ich glaube irgendwie bei Quip ist es so, man sagt immer, dass man nicht zufrieden ist. Ja. Yeah. Oder voll oft jedenfalls. Aber wenn man mal ganz zufrieden ist, dann nehmen die Leute mal andere Sachen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also bei dem Third-Party-Support war ich zufrieden. Okay. Das war echt eine gute Antwort. Als erstes, die Ultrareichen haben einen Löffel, der nur benutzt wird, wenn das hier serviert wird. Oh, oh. Was wird serviert? Wieso? Warte mal, warum wird hier gelacht? Ich hab keine Ahnung. Das ist beides so schrecklich. Hey, du Wurst! Würdest du sagen, das ist scheiße? Das war Mogi zu plump oder zu einfach oder so sind wir. Ich hab doch die Scheiße gewählt. Ja. Ich bin beide stark, aber... Ah, warte, was ist das für Johnny? Ja! Oh. Mach einen Abflug, du Wurst. Wir haben 3 Tage an diesem Tag. Ah, jetzt mal machen wir Abflug. Es war immer noch falsch. Den Sand setzt. Auf die Plätze. Fertig. Abstimmen. Ich denke, eins ist sehr based, ehrlich gesagt. Ja, das nehme ich. Oh, ja! Ich dachte mir, es hat nichts mit Wolverine zu tun. Er ist einfach nur ein schlechter Zuhörer. Weiter geht's. Das wäre die schlimmste Fehlbesetzung gewesen. Wolverine, was machst du da? Buddel. Hey! 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 Au! Nichts ist für die Lamau! Ja, tut mir leid, ich muss leider Weird Al nehmen. Warte, du hast Lamau geschrieben? Ja. Ohne das Lamau wäre das wahrscheinlich besser gekommen. Nein, es war fürchterlich, aber es war so offensichtlich. Das war gerade, weil... Es war schwer. Ich fand Weird Al gut. Das war cool, das war besser, weil, definitiv. Weil nicht letzter. Okay. Oder was? Ja, ich hab ziemlich reingeschissen, würde ich sagen. Ich hab nur noch einen Prompt übrig. Okay, bitte den guten. Kriegt ihr alle denselben. Okay. Wir haben jetzt alle dieselbe Frage, richtig? Ja. Okay. Nein, passt. Das heißt, man kann auch darauf aufbauen. Oh. Ah ja, okay. Okay. Es ist so schlecht. Ich hasse es. Ich werde verlieren. Oh, ich werde verlieren. Und ihr? Und ihr so? Wie läuft's bei euch? Pit! Ihr schreibt noch. Tipp. Ja. Ich habe ja noch was noch Schlechteres als du wahrscheinlich. Nein, da habe ich meinen Zweifel. Meinst du es noch schlechter?
Nein. Doch. Ich mag die letzte Runde nicht. Bitte verteilt eure Medaillen. Dieser Part, dem Dödel paddeln da, der Peter Drive und Dick. Das ist alles so unfassbar schlecht. Oh mein Gott, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir waren alle echt scheiße. Oh mein Gott, ey. Dicke Pisse dumm. Nur einer, dieser Part. Junge, das gibt einen Silber. Was soll ich sagen? Das ist zweiter Platz mit Dickpisse dumm. Das ist viel Gold. Das ist ein dritter Platz, ja. Das habe ich nicht verdient, Jungs. Oh Mann. Das war schlecht. Das war keine große Konkurrenz. Auch das war einfach, das war schlechter als schlecht. Vielleicht hätte ich länger überlegen sollen. Aber wer weiß das schon. Oh Gott, mit so viel Abstand letzter. Yeah. Oh, er hat die Krone. Ich hatte nicht mal was dagegen gesagt, das war so schlecht. Yeah. Oh. Aber Quiplash ist super. Das war gut. Ja, das hat den ganzen Sieg ausgemacht. Ja, das war an dem Moment. Flutschwinger in die Dinger. Das wäre voll lustig. Immer. Das war meine Antwort. Nein, das ist Jonas. Stimmt. Die habe ich von dir geklaut. Die fand ich lustig, sie war passend. Ich werde noch eine Runde machen. In diesem Part noch? In diesem okay. Part, damn. Oh, darauf wollt's hinaus. Schon, warum soll ich ein 20-Minuten-Video machen? Das wäre sehr untypisch. Sind das wirklich die Namen, die ihr wollt? Hey, was stimmt damit nicht? Was stimmt damit nicht? Jetzt antwortet doch, was stimmt damit nicht? Ich hab mir diesen Namen nicht ausgesucht, okay? Außerdem gibt es einen Bonus, wenn ihr mehr Stimmen als. Ich meine eigentlich schon, aber. Los! Ich meine ja nur. Los! Okay. Oh nein. Schwer. Oh, ich warte auf ein Comeback. Ja. Nein. Ich erwarte eure Comedy-Comebacks. Nein! Nein! Oh nein! Du hast noch gut 30 Sekunden Zeit. Okay. Das macht doch alles keinen Sinn. Beeilt euch, benutzt eine Notfallquip, wenn euch nichts einfällt. Nein, danke. Okay. Niemand, ja, niemand nimmt den Notfallquip. Oh, nein. Gott. Ey, war das so schlecht. Okay. Ich will dich. Ich weiß nicht, wenn wir das erste Mal, es war nicht diese gut. Krone nicht mehr wert. Kennst du, dass du in einer Sekte bist? Oh. Oh. Was? Was? Ich weiß es nicht. Warum denn nackt, Johnny? Das verstehe ich nicht. Ja, ja. Der ich habe gerade Pudding hier. Sprich mich nicht an, bevor ich meinen Kaffee hatte. Und fass mich nicht an, bevor ich weiß, wer das gesagt hat. Wow, Alter. Wie kann er fast so sehr nach Moggy klingen? Warte, aber was? Mich hat's bekommen. Was? Du dachtest, das ist von Moggy? Ja. Fass mich einfach nicht an. Stimmt, das klingt auch wie Foli. Wer war mein? Sind beide gut. Das ist ja das Gleiche. Das gefällt mir beides. Mogi hat mir mal Schade Schokolade unter den Tweet geantwortet. Hey, was stimmt mit Schade Schokolade nicht?
Das andere ist halt einfach besser. Der Spruch ist halt ja. Klassiker. Schade, Schokolade auch. Nächste. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Zahnpasta, eine Uhr und... Ratet, was von mir ist. Ich bin im Dadi-Sahne-Train. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Okay. Ich weiß nicht, so ein Schlagball. Fully war ein bisschen genervt bei seinen Antworten, hatte ich das Gefühl. Dadi-Sahne von Danone. Davon kriege ich nie genug. Du hast letztens Werbung davon geguckt, habe ich gesehen. Ja. Seitdem bist du drin im Game. Letzter, oh, nicht ganz letzter. Ja, okay, Fully. Nicht letzter ist mein Ziel. So, was ich mir merken muss, ist, dass manchmal weniger mehr ist. Versteht ihr? Ja, das stimmt. Mhm. Manchmal ist das so. Das werde ich mir auch jetzt... Huh? Als ob. Als ob das hier nochmal vorkommt. Irgendeiner von euch hat das ja auch. Mm. Oh Gott, ich hasse es. Oh, ich hasse meine Antworten so sehr. Ich hasse meine Antwort auch sehr. Oh Gott! Das ist so dumm. Jetzt bin ich... Das ist genau was! Ich glaube, ich hab ne Ahnung, was dein Prompt sein könnte. Ich glaube, wir haben den gleichen Prompt. Ich meine, die können alle auf was Lustiges hinauslaufen. Ja, aber ich habe etwas, wo man eine wirklich schlechte Antwort geben kann. Alter, ich weiß nicht. Das eine ist von mir nicht mal ein Joke. Das ist ziemlich lustig. Das heißt, du wirst nicht beim Gedanken daran ein Gelächter ausbrechen. Nicht so wie du, meinst du? Ja. Okay. Dann wollen wir mal etwas quippen. Huiuiui. Der Erste. Man sollte ein ernstes Gespräch mit dem Kind führen, wenn es Teddy so. Warum nicht Daddy? Warum hat jemand Daddy gesagt? Ich hätte gesagt, wer es seinen Teddy Daddy nennt. Daddy Teddy. Stimmt. Daddy, das wäre nicht. Teddy Daddy. Ich wäre gern gewesen. Oh nein. Mir fiel leider echt nichts ein. Mir auch nicht, also habe ich einfach Gustav genommen. Ich dachte, das Rhythmisch ist. Oh nein. Guck, als wäre es hier, als ob das hier nochmal kam. Stimmt. Oh nee. Ich bin dagegen mit deiner Antwort. Aus Prinzip dagegen. Ich war ehrlich, ich musste beim ersten lachen. Nee, die sind halt in Dauer. Die kommen immer gut. Wow. Das ist euer Emoji. Was ist denn fucking Problem? Das ist einfach nur noch Plan C. Plan C funktioniert perfekt. Hohnsäcke. Hohnsäcke. Seht ihr, das sind nicht mal Jokes. Nein, das sind nicht mal Jokes. Bei dem Prompt kann man echt nicht so viel machen. Ja, das ist fair. Ja. Ich denke, Schlagsahne oder Schokosoße ist eine gute Frage. Ich wusste, was von Johnny ist, deswegen habe ich das andere genommen. Karamell oder Zimt? Johnny nimmt auch noch was mit Pudding. Ich weiß, es war wieder wegen dem Pudding. Komm schon. Aber eigentlich war es, glaube ich, mal eine Cola wert. Oh, yes! Letzter. Moggy mit seinen scheiß Hodensäcken hat mich überholt. 420. Jetzt kommt Runde 3. Der letzte Lash. Diesmal jetzt wird gelasht. Genau denselben Prompt. Okay. Bodensäcke ist verboten. Nein. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du kannst mir gar nichts vorschreiben. Ah, eine nein, Band mit dem, mit dem Wort Fleck. Mhm. Was gibt's an Bandnamen? Ja, ich will auch irgendwas... Hm.
Ach, das ist falsch. Ich hasse meine Antwort noch mehr. Okay. Wählt jetzt die Gewinner eurer Medaillen. Fleck und weg, Ben Fleckmann. Speckig, fleckig, dreckig. Bodenflecke. Nein, 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 nein. Das nehme ich nicht. Das sind alles keine Bands. Niemand hat einen Musikjoke oder so gemacht. Ich füge keiner ein. Oh. Oh mein Gott, das Gold. Ich krieg dafür wirklich nichts. Warte mal, die Hohnflecke war einfach null. Speckig, fleckig und dreckig. Oh was. Deutschland ist Weltmeister. Nein, er kriegt mich. Ich hasse es. Oh. Die null Punkte tun weh. Oh, die Hohnsäcke. Ich hasse alles daran. Pass auf die besten Antworten. Ja. Okay, ja, aber ja, die anderen. Ja. Hey. Hey. Du hast den Sahne-Pudding nicht vergessen. Du hast dauernd dann die Sahne, genau. Was soll das denn? Da fehlt aber was. Ja. Das waren Zeiten. Ja. Okay, jetzt natürlich die Frage. Wollt ihr aufgeben oder wollt ihr noch eine Runde machen? Aufgeben. Das geht so schnell, noch eine Runde geht, oder? Ja, yeah, auf jeden Fall. Einer geht noch. Einer geht noch hin. Einer geht noch rein. Nein, ich schaffe noch. Der runter wie Öl. Oh, Öl geht echt nicht so gut runter, muss ich sagen. Kommt auf die Menge an. Also, ich hatte schon lieber Akazienhonig. Was ist dein Problem? Ich muss sagen, Fully hat recht. Eure Punkte hängen von der Anzahl an Spielern ab, danke, die eure Antwort mochten. Und für den Gewinner gibt es noch einen Bonus. Los! Ich weiß, wie es geht. Bonuspunkte? Bonuspunkte. Okay. Ich habe in der Fahrschule gelernt, dass Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Wow, okay, Moment. Oh Mann, ich darf nicht stolz drauf sein. Ich weiß, was... Fully hat, glaube ich, die gleiche Frage wie ich und ich weiß genau, was er geantwortet hat. Das ist schwer. Oh Gott. Ich weiß, was Fully gewählt hat, aber ich muss jetzt was anderes sagen. Oh nein. Okay. Hey. 18 Sekunden noch. Die Zeit läuft. Ja, ja. Okay. Und Morgi, wie steht dir die Krone? Bist du zufrieden? Ah, oh, nein. Gott, Fully. Oh Gott. Wie soll ich dagegen ankommen? Erst kommt, wenn es oh nein! Oh nein! Na, komm schon! Wie, ganz im Ernst, wie schrecklich ist ein Schrank? Wie soll ich dagegen ankommen? Mir ist nichts eingefallen. Schrank? Ich wollte Hodensäcke eigentlich nicht nehmen, aber Schrank war so schlecht. Mach doch wenigstens irgendwie. Mir ist nichts eingefallen! Bunte Burger! Irgendwas aus deiner Show! Ich meine, die sind auch jetzt auch keine Hits. Versteht ihr meinen Joke überhaupt? Nein. Nö. Weil Ninjas soll man nicht sehen.
Hab ich auch überlegt, um was zu schreiben. Er hat nicht zu viele Fehlzeiten, sondern zu wenig. Nee, verstehe ich nicht. Ja, tut mir leid. Da hatte ich noch 20 Sekunden Zeit. Damit alle klatschen. Oh nein, das ist eine gefällt mir so gut. Hä? Angela Ferg. Mist, ich hatte das falsche Publikum und Pulli kennt das mit dem Ratschenspieler nicht. Wow. Der Prom war von Maeve. Ne, es war von Pulli. Ich kann nicht sehen. Oh, das war von Maeve, stark. Ich kann gar nicht sehen, mir fällt sicher nichts ein. Das Bild von David Hasselhoff mit dem Burger. Ja, das ist ja eigentlich so gut. Der ersten Runde. Zeigt euch, ich konnte Mogi mich nicht spielen. Ja, ich fand David Hasselhoff nicht so eine starke nicht Antwort. Nicht letzter. Pulli ist auch nicht, aber dennoch. Oh, was soll ich jetzt hätte ich denn machen sollen? Mitspielen. Nicht Schrankantworten. Mir ist nichts eingefallen, ich habe 70 Sekunden überlegt. Wenn es um Essen geht. Ich hatte keine Zeit mehr. Mit dem Essen, er sagt Schrank. Oh, das wird ein Callback. Oh nein. Okay. Oh nein, oh nein. Na Jungs. Bisschen rumhängen. Ja. Ja. Eure Majestät. Ich glaube, Mori will nicht mit auf die Höschenjagd. Nee. Ich meine, ist ganz vernünftig. Ich steig auch raus, wenn ich ehrlich bin, Johnny. Mach das alleine. Das ist der eine Joke, den sie nicht mehr machen könnten. Einer davon, ja. So kommen die Löcher wirklich in den Käse. Oh nein. Was? Rote Gewichtsbetrug. Was? Das verstehe ich nicht. Das ist von Morgi. Ich wollte Brutto schreiben. Warum habe ich Brutte geschrieben? Brutte. Was ist eine Brotte? Die gute Brotte. Oh, Brutto Gewichtsbetrug. Oh. Oh. Oh Gott. Das war mein Fehler. Es ist beides der Callback. Fair. Okay. Ja. Sehr, lass es. Lass es. Lass es jetzt. Ich musste Johnny wegen dem Damengeschäft von vorhin. Ja. Man wird automatisch verhaftet, wenn danke, Maeve, das war der Gedanke. Hohensäcke schreibt. Okay, stimmt ab. Ja, es ist sogar mein Gegner. Letzten Quiplashes. Oh, aber jetzt ist es okay, wenn man falsch schreibt. Dann bekommt er einen Punkt dafür. Weiß auch nicht. Bei mir war es noch nie okay. Ich habe deswegen dieses eine Game verloren. Stimmt jetzt ab. Er reimt hier wieder. Das war stark. Das funktioniert immer. Das kannst du nicht verziehen. Das kannst du einen durchziehen vielleicht. Ja. Brotte. Brotte fand ich am besten. Runde 1? Oh, die Brotte. Oh Gott, mit also so viel Abstand. Letzter. Ja. Oh Gott. Ich gewinne in der ersten Runde mal ein paar Punkte und dann bei Runde 2 kriege ich nichts. Runde 3. Der letzte Lash. Jeder kriegt denselben Prompt. Oh, bitte keine Abkürzung jetzt. Okay. Ja, Akronym, doch. Überlegt euch, wofür dieses Akronym ausgeschrieben steht. Okay.
Ah. Okay. Okay. Der Jone, Macaroni, Toblerone, denkt die Akronyme noch. Sind schwer. Also, Leo. Lieben so ist okay. Liegen, inhalieren, onanieren. Lass den Ohr fallen. Was? Liebe ist Oge. Das ist so dumm. Ich weiß, für welches ich nicht stimmen werde. Ey, lass ihn Ohr feigen. Ja, ich wusste, dass dir das gefällt. Yes. Oh. Ihr seid so gemein zu mir. Vape ist so ordinär gerade. Ja. Was? Mr. Hodensäcke sagt mir das? Hodensäcke sind keine sexuelle Handlung im Vergleich zum Onanieren. Moggi steht nicht dazu, wenn ich die lernen möchte. Oh nein, Moggi ist vor mir, oder? Nein. Ich bin vor dir. Boah, es war ein close one. Dass er trotzdem, dass Wave trotzdem gewonnen hat mit 0 Punkten in der letzten Runde. Ja. Direkt zur Antwort! Gut geklaut halt, ne? Tut mir leid, du wirst automatisch verhaftet, Moggi. Das will ich auch hoffen. Ja, be clean, sonst kannst du dich verziehen. Fairweise muss man sagen, ich war echt unlustig. Kann ich nicht anders sagen. Das war in Ordnung. Nein. Ich bin sehr enttäuscht von mir, ein bisschen. Gut. Ja, du sollst an dir arbeiten. Beim nächsten Part. Ja, also, du solltest auf jeden Fall. Schrank war eine schwache Leistung. Ja. Was war dein Gedankengang? Was habe ich gestehen? Schrank. Ja, genau das. Er hatte 17 Sekunden. Ja, ich hatte halt keine Zeit mehr und ich musste danach noch was machen. Danach habe ich noch Angela Ferke rausgehauen. Hast du dich zurückgelehnt und in dein Zimmer umgeguckt, was du nehmen könntest? Das ist aber eigentlich ja. Das war Johnnys Tipp, aber bei Johnny hat es besser funktioniert. Das war aber beim Lügen vorhin. Nein, du hast doch da die Sahne genannt. Ach so, ja. Ja, du hättest Bionicle sagen können oder so. Die sind aber hinter mir, die sehe ich hier nicht. Mein Leibgericht. Probieren. Hodensäcke. Warum hast du nicht wieder Hodensäcke geschrieben? Weil ich wusste, dass Fully das schreibt, als er gelacht hat. Ich wusste, was anderes war. Ja, stimmt. Ich wusste genau, welche Frage er hat. Was hätte ich denn sonst schreiben sollen? Es gab nichts Besseres als das. Ich habe vergessen, dass das ja auch eine Antwort bei der Frage war. Jetzt bin ich ziemlich frustriert. Ja. Fully hat direkt gelacht, ich wusste, nein. Er hat genau die Frage, was wir den Bögen zum deutschen Nationalgericht machen. Aber GG, Mave. Gute Arbeit. Thanks. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Quiplash. Wir haben gequiplashed. Leben ist okay. Leben ist okay. Das ist korrekt. Es war underrated fürs Protokoll. Ich hab's auf Gold gegeben. Ich hab Gold gegeben, glaube ich. Danke. Lass sie nur aufweigen. Yeah. Nee, das war Gold. Ich hab Silber gegeben. bis nächstes Mal. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.